Guten Abend und herzlich willkommen hier im Kino des Deutschen Filmmuseums zum zweiten Abend und zur zweiten Veranstaltung unserer Reihe Frankfurt liest ein Buch. Nach einem Filmabend am vergangenen Sonntag, an dem wir den im Umkreis der neuen Frankfurter Schule entstandenen Film Das Casanova-Projekt gezeigt haben, ist auch der heutige Abend mit Eckart Henscheid und Alfred Edel wieder überschrieben mit Eckart Henscheid, Alfred Edel und der Film. Und ich freue mich sehr, heute Abend wieder Eckart Henscheid begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen und ja, ich freue mich sehr, dass Sie uns wieder die Ehre geben. Da hinten ist er. Herzlich willkommen. Ebenfalls zum zweiten Mal und ebenfalls nicht minder herzlich begrüßen möchte ich Dolemissala Edel. Da hinten sitzt sie. Die jetzt schon zum zweiten Mal extra aus Bonn hergefahren ist. Vielen Dank dafür. Dann möchte ich herzlich begrüßen Lothar Ruske, der Organisator von Frankfurt liest ein Buch. Und last but not least Rolf Aurich, ein immer wieder gern gesehener Gast hier im Filmmuseum, für heute Abend ein Neuzugang in unserer Runde. Da ist er. Rolf Aurich wird dann im Anschluss an den Film das Gespräch mit Eckart Henscheid führen. Sie wissen ja alle, das Buch, das Frankfurt in diesem Jahr liest, ist Die Vollidioten, ein historischer Roman aus dem Jahr 1972. Ich weiß, Sie wissen es alle, ich erwähne es deswegen aber nochmal, um eine kleine Werbepause einzubauen, weil wir verkaufen das Buch auch oben an der Kasse für diejenigen unter Ihnen, die das noch nicht haben sollten. Damit einhergeht auch der glückliche Umstand, dass Sie es heute Abend, so Sie es noch kaufen möchten, gleich signieren lassen können. Das macht Eckart Henscheid nämlich gerne im Anschluss. Sie haben heute das Vergnügen, einen weiteren Film mit Alfred Edel, mit dem großartigen und leider viel zu verstorbenen Alfred Edel zu sehen, nämlich Willi Tobler und der Untergang der 6. Flotte. Wir werden also auch heute Abend wieder versuchen, einen Bogen zu schlagen zwischen Eckart Henscheid und Alfred Edel, zwischen Literatur und Film. Und das ist uns ja bereits am Sonntag auf so schöne Weise, wie ich finde, sehr gut gelungen. Allerdings, eine kleine Berichtigung habe ich am Sonntag behauptet, dass Eckart Henscheid als einer der Mitbegründer und zentralen Protagonisten der lose verbundenen Autoren, Cartoonisten, Bild- und Textsatirikergruppe Die Neue Frankfurter Schule und als einer der bedeutendsten deutschsprachigen Prosaautoren der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zwar ein thematisch vielgestaltiges Werk geschaffen hat, aber nie für den Film gearbeitet hat oder nie im Umkreis des Films gearbeitet hat. Das muss ich jetzt revidieren, weil, wie ich erfahren habe, gibt es ein Drehbuch von Woody Allen, die Stadtneurotiker, das Eckart Henscheid zusammen mit Sieglinde Rahm übersetzt hat. Das noch als Ergänzung. Also auch da gibt es eine schöne Überschneidung zwischen Literatur und Film. Eine weitere Verbindung zwischen Filmliteratur und Alfred Edel findet sich in der Person von Rolf Aurich, Redakteur und Lektor bei der Deutschen Kinemathek, dort schon seit vielen, vielen Jahren beschäftigt. Er ist Verfasser und Herausgeber zahlreicher Publikationen, unter anderem zu Otto Preminger, Fritz Lang, Künstliche Menschen, Theo Lingen und gemeinsam mit Wolfgang Jacobsen Herausgeber der Buchreihe Film und Schnitt und Herausgeber von Das Edelbuch. Auch das gibt es oben an der Kasse zu kaufen. Und deswegen ist Rolf Aurich auch heute hier und ist sehr mehr als prädestiniert dafür, im Anschluss nochmal ausführlich über die Person und über das Filmschaffen von Alfred Edel zu sprechen. Alfred Edel war einer der vielseitigsten Schauspieler des neuen deutschen Films. Er hat mit vielen der Regisseure gearbeitet, die wir heute in Erinnerung haben, als die Protagonisten. Unter anderem eben mit Alexander Kluge. Sein erster Film von 1965, Abschied von gestern, war auch wirklich ein Einstieg für ihn in die Filmszene. Viele Regisseure haben danach mit ihm gearbeitet. Werner Herzog unter anderem, Jean-Marie Straub und Daniel Huillier, Hans-Jürgen Süberberg und dann in späteren Jahren auch Christoph Schlingensief. 1972 entstand dann Alexander Kluges Film Willi Tobler und der Untergang der 6. Flotte mit Alfred Edel in der Titelrolle. Die Erstausstrahlung war am 19. Januar im ZDF. Willi Tobler ist ein etwas seltsamer Science-Fiction-Film oder ein ungewöhnlicher, sage ich mal, für diejenigen unter Ihnen, die ihn noch nicht kennen. Es ist ein Science-Fiction-Film, der im galaktischen Bürgerkrieg des Jahres 2040 spielt und
von hoher Absurdität, von hoher Komik ist. Aber er hat einen sehr, sehr ernsten Hintergrund, einen thematischen Bezug, das möchte ich Ihnen noch gerne mit auf den Weg geben. Dafür ist auch das Motiv, das Alexander Kluge Zeit seines Lebens sehr beschäftigt hat, eine traumatische Erfahrung, die er im Alter von 13 Jahren hatte, nämlich die Bombardierung seiner Heimatstadt Halberstadt. Und diese Erfahrung hat er in vielen literarischen Werken, aber auch in vielen filmischen Werken verarbeitet oder auch immer wieder bearbeitet. Und vor einigen Jahren hat Alexander Kluge damit begonnen, seine Filme in der Edition Filmmuseum auf DVD herauszugeben. Hier ist die DVD von Willi Tobler zum Beispiel. Und dort beschreibt er im Booklet den sehr ungewöhnlichen Beginn der Dreharbeiten von Willi Tobler, den ich Ihnen jetzt ganz gerne vorlesen möchte, weil da auch viel über die Zeit und über Alfred Edel so schön beschrieben ist. Die Überschrift ist Drehbeginn von großer Dringlichkeit. Er war als Kreativdirektor in einem Werbeunternehmen in Frankfurt tätig. Wie viele andere war er in jenen Tagen zu Ende des Jahres 1969 von Entlassungen bedroht. Die Werbefirmen führten Rationalisierungen durch. Er hatte Existenzangst. So war er nach Ulm angereist. Er wollte gefilmt werden. Wenn schon seine Existenz zusammenbrach, wollte er wenigstens künstlerisch in Erscheinung treten. Wir hatten auf den langen Marmortischen einer der Abteilungen der Hochschule für Gestaltung, die für Modelle und Skulpturen zuständig war, außerirdische Landschaften aus Eisenteilen, Gips und Sand hergestellt. Scheinwerfer, darunter Minispots mit Farbfiltern, verliehen den fremden Planeten das Licht ferner Sonnen. Eine unserer Spezialitäten waren Doppelsonnen. Edgar Reitz hatte die Technik dafür entwickelt, vor allem für die langsame Bewegung solcher Himmelskörper von Horizont zu Horizont. Wir hatten Methoden hinzugefügt, aus Arztspritzen Benzinflammen als galaktische Artillerie in Szene hineinschießen zu lassen. Unsere Installationen brannten sehr vorzüglich. Der unabweisbare Alfred Edel, telegrafisch angekündigt, ließ sich vom Bahnhof abholen. Er erklärte sich bereit, jede Rolle anzunehmen. Hauptsache, der Dreh beginnt noch heute. Wir entwickelten in weniger als einer Stunde den Charakter des einzigen Familienvaters und jetzigen Raumpiloten Willi Tobler. Es war Wochenende. Kein Edgar Reitz, der uns korrigiert hätte. Angesteckt durch den panischen und deshalb eiligen Alfred Edel selbst, voll Eifer und Ungeduld, begannen wir mit den Dreharbeiten. So viel aus dem Booklet und so viel von Alexander Kluge. Ausführliches und mehr Facetten von Alfred Edel hören wir gleich in einer Lesung von Eckhard Henscheid. Zum einen mal ein kurzes Stück aus Die Vollidioten, aber dann wird er auch noch einen Text über Alfred Edel aus der Zeitschrift Pardon vorlesen, in der seine schillernde Persönlichkeit, glaube ich, auf ganz wunderbare Weise beschrieben wird. Bevor es aber dazu kommt, möchte ich Sie noch mit einer weiteren Seite von Alfred Edels filmischen Schaffen und der Regiearbeit des großen Unbekannten Arnold Hau. Also Sie wissen es ja, glaube ich, alle, Arndt Akte, Bernd Eilert, Robert Gernhardt und FK Wächter, die unter der Filmkoop Arnold Hau Filme gedreht haben. Und damit möchte ich Sie gerne nochmal erfreuen. Wir sehen nämlich gleich nochmal einen kurzen Ausschnitt aus der Hauschau. Wir haben am Sonntag schon einen kurzen Ausschnitt gezeigt, jetzt nochmal einen anderen. Die Hauschau war eine theatralische Revue, die 1974 zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr im ZDF ausgestrahlt wird. Was ich immer gerne sage, wenn man es sieht, kann man sich das tatsächlich kaum vorstellen. Sie wurde aber leider natürlich nie wiederholt, geschweige denn fortgesetzt. Auch das ist zwar schade, aber so ist das Fernsehen, glaube ich, leider. Zusammengehalten wird dieser peitoneske Reigen von Alfred Edel, ja, von wem eigentlich auch sonst. Auch das werden Sie gleich sehen. Das Filmecho schrieb über die Hauschau, wer sich bei dieser urkomischen und faszinierend narzisstischen Personality-Show die Vergleiche mit den Filmen der Marx Brothers von Mel Brooks oder dem frühen Woody Allen kaum zu scheuen braucht, nicht amüsiert, ist selber schuld. Aber sehen Sie selbst. Sie haben es gehört, mit der fußballerischen Emanzipation unserer Frauenwelt geht es nur langsam vorwärts. Das war nicht England natürlich, sondern, wie Sie alle wissen, Bern 1954. Aber zum Thema, besten Dank für Ihr neuerliches Interesse an Alfred Edel nach dem Einstand am letzten
Sonntag. Auch das wurde schon alles korrekt gesagt. Im Mittelteil soll der Tobler-Film stehen. Und ich wollte doch noch die Reihenfolge umdrehen, schon in erster Linie um Alfred Edel gehen, in zweiter Linie vielleicht um Frau Edel und allenfalls, sage ich in unerträglicher Bescheidenheit, um Eckhard Henscheid, auch wenn er heute Abend arbeiten muss. Der Ausschnitt aus der Hausschau von, ich glaube, 74, 75 war auch schon zum Teil zu sehen. Und die zwei Sätze, die ich jetzt aus den Vollidioten lese, waren auch schon zu hören. Es sind nur zwei Sätze, in denen der Tobler-Film erwähnt wird. Ich habe es jetzt verifiziert bekommen. 1972 ist er entstanden und bereits im gleichen Jahr für die Veröffentlichung 1973 in meinen Roman gerutscht. In der Gaststätte Mensch, die Sie inzwischen alle bestens kennen, tritt zum ersten Mal in der Wirklichkeit und in meinem Leben zumindest und dann auch schon im Roman auf Seite 197 Alfred Edel leibhaftig auf. Kaum war unser Kartenspiel beendet, teilt Herr Edel mit, dass er unser Spiel aus seiner bayerischen Phase gut kenne. Nämlich, er habe einmal kurz im Büro des damaligen SPD-Landesvorsitzenden gedient und sei Mitglied der Gabbert-Gang gewesen. Heute dagegen sei er in der Werbebranche tätig, spiele nur noch zwischendurch ab und zu gewisse Rollen in den Filmen von Alexander Kluge, so etwa kürzlich den Tobler im Weltraum. Das geht dann in einer eindrucksvollen Tirade weiter. Alfred Edel war ein Meister des Sermons, der Tirade, der rhetorischen Überrumpelung. Wir kommen vielleicht später im Gespräch drauf. Nicht im Roman, sondern zwei Jahre später, in größerem Stil, findet sich in meinen Schriften Alfred Edel, der die Ewigkeit auch bewahrt, unter dem Titel Zeitgeist, Herr Zeitgeist persönlich, Alfred Edel, Leben und Werk. Das ist so grundsätzlich und gründlich, dass es gleich zwei Autoren brauchte. Der zweite ist Bernd Eilert. Wir machten Recherche und Schlussfassung wirklich zusammen. So ziemlich genau 50 zu 50. Man kann sagen, dass Bernd Eilert, später der noch größere Kenner und Nahesteher von Alfred Edel, schon aus lokalen Gründen war. 75 im Unterschied zum Roman von 73 waren wir bei diesem Text aber verpflichtet, der Wahrheit vollkommen zu dienen und nicht etwa romanliche Übertreibungen zuzulassen. Was Sie hören, ist 1:1 zu verstehen und vermutlich immer noch 101%ig richtig. Haben Sie, verehrter Zeitgenosse und Beherrscher von 37.144 Schwachsinns- und sonstigen prominenten Namen schon mal von Alfred Edel gehört? Nein, dann sagen Sie zur Strafe den Namen jetzt ganz schnell 10-mal hintereinander auf. Das hat er nämlich gern, der Alfred Edel. Und außerdem verdient er es. Gewisse gut unterrichtete Kreise halten Alfred Edel für das nebst Charles Chaplin und Karl Valentin bedeutendste komische Genie des Jahrhunderts. Andere Deuter reden vom begabtesten Dummschwätzer der Nation. Eine dritte Deutergruppe erkennt in Alfred Edel einen Egomaniker in Schmerz und Lust und von atemberaubender Unverfrorenheit. Einem Modellnarziss mit verheerendem Goldmund, vor allem zum eigenen Lobpreis. All das hat was für sich, fasst man zusammen, ist Alfred Edel, der Fleisch und vor allem Schall gewordene Geist des letzten Jahrhundertdrittels, also des 20. Wer ist Alfred Edel? Alfred Edel, damals 44 Jahre, 175 Zentimeter groß, wir haben sehr hart recherchiert, bei Wagner gehen die Meinungen zwischen 153 und 165 durcheinander, Edel 175,
großledig wohnhaft Frankfurt am Main, ist Angestellter einer Werbeagentur, Filmschauspieler, Partyschreck, Romanfigur, TV-Unterhalter, Frauenfreund, Emanzipationsfeind, Ex-Politiker, Wissenschaftler, Philosoph, 17. Jahrhundert, 21. Jahrhundert. Wir sind ihm inzwischen gefolgt. Niederbayer, Frankfurter, Heiliger Narr, Faust, Don Juan, Don Quixote und Frankenstein. Alfred Edel ist das himmelschreiende Paradox unserer Zeit. Die Stelle verbündelt sich dann mit dem, was vorher zu hören war, aus dem Kluge-Text, dass der frühe Alfred Edel schon alles gleichzeitig ist und drum fordern konnte. Er spielt jede Rolle, die man ihm akut und langfristig anbietet. Zwischenüberschrift steht hier Faktotum der schönen neuen Welt. Wem bisher das hohe und wenngleich wiederum zweischneidige Glück versagt blieb, Alfred Edel leibhaftig über den verworrenen Weg zu stolpern, der tröste sich mit der Gewissheit, dass er als aufmerksamer Beobachter des jungen deutschen Films einen wichtigen Sektor edelschen Wesens zu begreifen, sich immerhin schon imstande sah. Das macht vor allem wesentlich, spielte Alfred Edel ziemlich ausschließlich nur sich selber, der in Ehrenstatur eher an einen niederbayerischen Raiffeisendirektor erinnert, der damals noch junge Edel schon, oder an einen erzbischöflichen Nachwuchs-Dom Capitular, dessen durchaus Franz Josef Strauß nahe Sprachmelos diese seine Heimat auch kaum verleugnet. An guten Tagen versuche ich immer, und Sie können es auch tun, den edelschen Melos, das Melos nachzuahmen. Das geht nicht gar so schwer und ist, finde ich, sehr schön, wenn man sich ihm annähert auf diese Weise. Der verkörpert merkwürdigerweise in all den von ihm heimgesuchten Jungfilmerfilmen den Intellektuellen, den Spät- und Langzeit- und Endzeit-Intellektuellen als Professor, als scholastischer Logiker, als Privatgelehrter, als Landarzt, als Marketingchef, als futuristischer Entertainer, als Weltraumfahrer heute Abend und als Bundestagsabgeordneter. Und das alles ist Alfred Edel und alles zusammen. Edels Regisseure müssen das zumindest gewittert haben, besonders und von Anfang an Alexander Kluge, bei dem Edel für eine Brotzeit, da verbinden sich beide Informationen, als arrogant sadistischer Katederfrosch neudeutscher Peinlichkeit in Abschied von gestern debütierte, was ihm ähnliche Rollen in fast allen Kluge-Filmen eintrug, auch in einem seiner letzten und bedeutsamsten Filmeinsätze in Werner Herzogs Kaspar Hauser Film Jeder für sich und Gott gegen alle, spielt Alfred Edel hier als Gegenprinzip zur existenziellen Unschuld Kaspars einen altneuen Intellektuellen, einen spitzfindigen Theologen, unbelehrbar und deshalb allzeit modern. Denn noch die pharisäische Sophisterei, die vitale Verkrachtheit dieser Karikatur aus dem gelehrten 19. Jahrhundert beleuchtet den gegenwärtigen Stand der Weltgeschichte und ihres Geschäftsführers, des Intellektuellen als Hansdampf in allen Sackgassen. Als Faktotum der schönen neuen Welt, der zwar partout nicht weiß, wo es menschheitlich lang geht, aber ist doch eh wurscht. Ob das alles für den Beginn des 21. Jahrhunderts noch genauso stimmt, darüber kann man dann eventuell diskutieren. Erneut spielte Alfred Edel hier sich selber und damit nähern wir uns langsam einem Zentrum seiner Entelechie, wo der Welt nach Richard Wagners Götterdämmerung weise eh nichts mehr melden, da hat der Charme des Lärms das Sagen. Die Welt ist, so Edels künstlerische und existenzielle Botschaft, arg aus den Fugen, aber der Rest ist keineswegs Schweigen. Verstört ist der Weltlauf, wer ihm vorsichtig sich anpasst, macht eben damit sich zum Teilhaber des Wahnsinns, während erst der exzentrische standhielte und dem Aberwitz Einhalt geböte, so steht es
bei Adorno in den Minima Moralia von ca. 1950. Also wenn man so will und wenn man Edel glauben darf, seinem häufigen Gesprächspartner, Wahrheitsfinderpartner, Adorno. Wahrhaftig erscheint, Alfred Edel habe diesen Antagonismus kritischer Theorie bereits überholt und sich somit an die Spitze der philosophischen Bewegung gesetzt. Kraft exzentrischer und rücksichtsloser Anpassung an den Aberwitz des auslaufenden Jahrhunderts nämlich, das inzwischen restlos ausgelaufen ist. Der nächste Abschnitt hat die Überschrift »Ein Held unserer Zeit«, davon den Anfang noch. Alfred Edel dient einer Frankfurter Werbeagentur als Konzeptionist der Zielgruppenstrategie der Sales Promotion. So hieß das damals alles. Inzwischen lautet das wohl noch viel närrischer. Sowie der Basismotivforschung zur Entwicklung kreativer Langzeitprogramme. Er zeigt aber auch ungescheut politisch Flagge und definiert sich nämlich, das hat dem Herrn Eilert und mir damals schon besonders gut gefallen, er definiert sich unwidersprechlich als erkenntnistheoretischer Materialist und moralischer Idealist altliberal-katholischer Schule mit phänomenologischer Grundbegabung, was immer das nun sein mag. Alfred Edel war der erste nackte Mann, wir haben schon vernommen, im deutschen Nachkriegsfilm. Er posiert gern mit Glamouretten wie Sidney Rome und Hannelore Elsner, war sich aber auch nicht zu schade, um 1965 im akademischen Streitgespräch mit Adorno die kritische Theorie weiter zu spinnen, nämlich als Assistent damals der an der Frankfurter Universität. Alfred Edel revolutioniert zwar die Werbung dieses Landes, indem er, das steht nun wieder ähnlich im Vollidiotenroman, indem er die drei klassischen Frauencars Kirche, Küche, Kinder durch das neuere Triptychon Klamotten, Kosmetik, Koitus ersetzt und sogar deren jahreszeitlich motivierte Wertorientierung ausmacht. Gleichzeitig beschert er den ZDF-Zuschauern als Moderator eines eigenen Einmannes-Genies, hier rundet sich ein Kreis, nämlich der Arnold Hau Show oder Schau, ich glaube, es geht beides durch, schrill dreist die vierte Dimension in der Hau Show, sagt er einmal sehr schön: Meine Damen und Herren, die Zeit gibt mir noch etwas Raum. Hier wollen wir abbrechen, die weitere Überschrift ist Max Webers Erbe und das Ende dreht sich um den langen Marsch, den Edel selbstverständlich auch mitgemacht hat. Ich betone nochmal, dass an dem Text der nachmalige und damalige schon Edelkenner Eilert mitgearbeitet hat, dieser Mann und Operettenliebhaber und Frankenstein und so weiter, die Bezüglichkeiten werden immer dichter. Auf die eine oder andere kommen wir im Gespräch. Auch damals schon die ersten eindrucksvollen Monologe, die man auf der Freskas mit ihm führen konnte, sind hier enthalten. Der Kluge ist einer, du, der sieht sich in der Aufklärungstradition Schiller, Brecht und Kluge. Was bei ihm fehlt, ist das mystagogische Moment. Er ist ein moralischer Rigorist. Ich bin einsam. Wie steht's denn bei dir mit die Weiber? So die Frage an mich. Bur. Mit die Mädel, der Film von Peter Stein, du, der ist Oberflächenrealismus, szenisch ultramodern, szenisch ultramondän, du, suggestiv, aber nicht situationsreflektiv. Vielleicht erinnern sich Ältere noch, die auch mal Opfer des wunderbaren Edelschen Sermons geworden sind, in Freude und Schrecken an diese Satzbauten und Inhalte, denen man nur sehr schwer zu folgen vermochte. Jetzt aber noch erfreulicheres, glaube ich, mich zu erinnern, den zentralen Tobler-Film, zu dessen Vorführung ich mich erstmal zurückziehe, um später alles noch weiter zu verwirren oder zu vertiefen oder beides. Danke erstmal.
Jetzt begrüße ich nochmal sehr, sehr herzlich Eckhard Henscheid und Rolf Aurich. Ja, meine Damen und Herren, nach so vielen Bildern und Tönen mit Alfred Edel, auch dem kleinen Vorfilm aus der Hauschau, möchte ich kurz was sagen zu dem Edel-Buch, das vorhin schon erwähnt wurde. Als ich das vor 12 Jahren etwa begann zu erarbeiten, ich halte mal den Tisch fest, und als ich damit begann, war das Problem, wo bekomme ich eigentlich Material über Alfred Edel? Und die Lösung bestand in seiner Witwe, Dorle Misala Edel, die nicht nur Material hatte, sondern auch Informationen geben konnte. Und sie bestand auch darin, dass der Nachlass von Alfred Edel, das ist, glaube ich, nicht so bekannt, hier im Hause ist. Der ist, ich weiß nicht genau wann, aber ich glaube nach dem Tod halt in das Haus gekommen, in das deutsche, damals noch deutsche Filmmuseum, Deutsche Institut für Filmkunde. Und dort habe ich mich bedient, um überhaupt zu einem Ansatz zu kommen, sozusagen, neben den Filmen. Und dabei stieß ich auch, ich glaube, es hat mir die Dorle gegeben, auf einen Satz von Alfred Edel, der mir gut gefallen hat. Ich habe ihn jetzt in der Vorbereitung auf den Abend heute wiedergefunden. Alfred Edel hat sogenannte Merksätze, ich weiß nicht genau, wie er es selber nannte, geschrieben. Es sind gar nicht viele, aber ich konnte Einblick nehmen in diese Merksätze. Und da wir uns ja mit Geschichte, mit Zeitgeschichte beschäftigen, mit Filmgeschichte, mit Fernsehgeschichte, Mediengeschichte, würde ich Ihnen gerne diesen Satz, diesen Sinnspruch, vielleicht hat er es Sinnspruch genannt, vorlesen, ist ganz kurz. Der größte Irrtum im Leben und in der Geschichte ist der Abschied von gestern. Fazit: Wiedersehen macht Freude. Das ist schon der ganze Sinnspruch. Und ich finde, in diesem Spruch steckt schon eine ganze Menge Begründung dafür, sich nicht von gestern zu verabschieden. Und ich glaube, der Film, den wir eben gesehen haben, ist auch so etwas wie der Versuch, eine Geschichtsvergessenheit, ein Geschichtstöten sozusagen dagegen anzukämpfen, wenn ich es richtig erahne. Und da wir uns mit Vergangenheit beschäftigen, notgedrungen, würde ich Sie gerne, Herr Henscheid, fragen: Hatten Sie 1972 einen Fernseher? Zwischendurch hatte ich mal einen, heute wieder fast keinen mehr oder nur ein Notgerät. Warum fragen Sie? Hatten Sie auch einen Farbfernseher? Nein, ich habe so lange gezögert, also bis irgendwie ging es, gab kaum mehr Schwarz-Weiß-Fernseher. Ich habe mich etwas gewundert, ich habe den Tobler Schwarz-Weiß in Erinnerung. Ja, das ist. Danach koloriert. Nein, nein, überhaupt nicht. Das ist genau der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Denn wir dürfen nicht vergessen, das ist kein Kinofilm, also in dem Sinne, dass er im Kino gestartet ist, für das Publikum, so wie er uns heute ganz normal auf dieser großen Leinwand in guter Qualität erscheint, sondern es ist ein Film für das ZDF, glaube ich, der im Januar 72 irgendwann zu einer bestimmten Sendezeit versendet, verstrahlt wurde, den man sehen konnte, aber nun wirklich nicht sehen musste. Und dann natürlich die Tatsache, dass wahrscheinlich in Deutschland, in Westdeutschland, noch lange nicht jeder Haushalt einen Farbfernseher hatte. Das ist natürlich bei diesem Film extrem wichtig, weil er mit Schwarz-Weiß und mit Farbe arbeitet. Ja, Und darum
meine falsche Erinnerung. Sie hatten noch, wenn, dann einen Schwarz-Weiß-Fernseher, würde ich denken. Und interessant sind auch die Kritiken zu dem Film. Die sind natürlich eben keine Filmkritiken. Das sind Fernsehkritiken, die erschienen sind. Die sind in der Regel 20 Zeilen maximal. Man hat sich je nach politischer Sicht und Lage der Dinge mit Kluge beschäftigt. Man hat ihn beschimpft. Sein Spruch von der Fantasie des Zuschauers, auf die es ankommt, das sei doch alles nur Humbug und dahingesagt und hohl. Es gibt auch andere Stimmen, die haben nach der Ausstrahlung des Films erkannt, was da für ein Potenzial drin steckt. Also zum Beispiel Wolfram Schütte hat unter seinem Pseudonym Nikolaus Margraf über diesen Film etwas länger geschrieben und hat es natürlich auf Kluge abgehoben. Es gab aber auch drei Kritiken, die ans Ende gestellt haben, was für eine tolle Figur, für ein toller Darsteller Alfred Edel in diesem Film eigentlich ist. Also da ist jemandem was aufgefallen, eine Figur, ein Darsteller, ich sage bewusst kein Schauspieler, der eine absolute Sondererscheinung in der deutschen Fernsehgeschichte zu der Zeit und auch natürlich Filmgeschichte war, so wie Kluge ja sicherlich auch noch einer ist, eine Sondererscheinung. Können Sie mir sagen, Herr Henscheid, ob Sie in diesem Film, den Sie, glaube ich, erst einmal vorher gesehen haben, ob Sie den Edel, den Sie in Frankfurt, nehme ich an, vor allen Dingen kennengelernt haben, wiedererkannt haben? Ja, ich würde sogar sagen, in diesem Film, obwohl ich alles andere als kompetent für die klugische Filmästhetik bin, die Figur Edel, wenn man es nun mal zusammennimmt, den Schauspieler und die Privatperson, die ich dann kennengelernt habe, ist, glaube ich, in diesem Film stärker präsent als, oder wird präsent als in allen anderen berühmteren Filmen, wo, soweit ich es zusammenraffen kann, eher mittlere, kleine, allerdings sehr prägnante Rollen zu spielen hatte. Und hier diese durchgehende Präsenz, die hatte ich nicht mehr in Erinnerung, sondern einzelne Szenen, die mir damals sehr einleuchteten. Ich kannte ihn wohl vorher schon ein bisschen und das hat sich mit meinem Bild gedeckt und umgekehrt wurde mein Bild durch den Film etwas präziser. Der ausdrucksstarke Kopf, die Mimik, selbst vor dem Hintergrund, dass Edel kein ausgeprägter und ausgebildeter Schauspieler war, was er selber oft genug von sich gab. Und wenn man ihm übel wollte, könnte man sagen, es hat laientheaterhafte Techniken in seiner Mimik und in seiner Darstellung. Aber gerade daher, wahrscheinlich müsste man es noch differenzieren, kommt wohl das, was man die Verzauberung, die er durch den einzigartigen Kopf inklusive der Sprechweise des frühen Alfred Edel gemeint hat, sehen zu können und heute noch zum Teil in Erinnerung hat, so etwa. Sie haben ja zu der Hausschau, die wir in Auszügen am Anfang des Abends auch gesehen haben, ja eine Kritik geschrieben in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ihnen entgeht nichts oder habe ich das selber erzählt? Das war alles, das ist die Frucht der Vorbereitung auf dieses Buch. Das war eine miserabel gekürzte Kritik, also die ist ziemlich wirr, geht nicht auf mich zurück, da hat die Redaktion, die FAZ ist normalerweise recht integer und korrekt, aber da hat sie geschlampt, sodass mein erster Einstand, mein Einstehen für Edels Schau etwas daneben gegangen ist, aber vielleicht hat es ein bisschen dem einen oder anderen genützt. Allerdings, was schon gesagt wurde, kam es zu keiner zweiten Folge. Es kam zu keiner zweiten. Und interessant fand ich an dieser verunstalteten Kritik, wie Sie uns jetzt erklären, dass Sie auf Edel gar nicht besonders eingehen. Aber das ist vielleicht einer Kürzung der Redaktion zum Opfer gefallen. Sondern Sie stellen heraus, dass eine Besonderheit der Hausschau gewesen ist, dass Produktion, Autorschaft und Regie in einer Hand gelegen haben. Und das sei ein Sonderfall im deutschen Fernsehen gewesen. Nun habe ich diese Aussage nicht nachgeprüft, aber ich fand es interessant, diesen Tatbestand in den Mittelpunkt Ihrer Aussage
zur Hausschau zu stellen. Die eindrucksvolle Darstellung und speziell die Physiognomie von Alfred Edel habe ich nicht in den Mittelpunkt gestellt. Mir ist mir nicht erinnerlich. Ich habe es jetzt längere Zeit nicht gelesen. Also wir waren damals partiell auch etwas filmresistente und fernsehresistente Leute wie ich, sehr angetan von bestimmten, vielleicht gar nicht so neuartigen, aber von Edel sehr schön rübergebrachten archäologischen Fernsehkultur, dass man die nächste Szene mit einem Hebel ansagt und überhaupt diese damals auch in anderen Bereichen nicht seltene Ästhetik des Dilettantischen, die der fröhliche Urstein feiert und manche Überzeugungskraft hat, wenn auch nicht vielleicht bis zum heutigen Tag. Das hat uns fasziniert. Die edelschen Versprecher auch in diesem Film waren auch ein paar herrliche. Leitsätze, sei es im Film, sei es aber auch im Privatleben, im Hans Mensch, ich bin ahistorisch, du, und mit denen er uns wirklich zugedeckt hat. Und man wurde manchmal ganz wirr, was darf man nun noch ernst nehmen und was ist reine Parodie, und er weiß es selber nicht so genau. In den 70er Jahren fiel mir während des Films wieder auf, war eine Kategorie häufig nicht nur in den schüttischen Filmkritiken zu nachzulesen, sondern überhaupt in der Feuilleton, die inzwischen, glaube ich, nicht mehr so häufig zu lesen ist, die Fernsteuerung. Das hat ja auch einen vornehmen lateinischen Ausdruck. Weiß ihn noch jemand? Ich wusste ihn einmal, oder griechisch sogar, und das ist, wie auch immer, in diesem Film ja durch die Weltraummetapher nun wirklich doppelt verifiziert. Edel wird von fern gesteuert, aber auch doppelt, weil er nämlich von seinen eigenen unsteten Gedanken ganz offenbar in alle möglichen Chaotiken geführt wird und Leidenschaften und Tragiken und alles zusammen. Das war auch diese, zum Beispiel das Motiv, das theatralische Motiv der Fernsteuerung, war zum Beispiel den inzwischen, glaube ich, vergessenen Theaterstücken, den kurzen Theaterstücken von Wolfgang Deichsel thematisch eigen. Da war ich nun zufällig dabei, wie die beiden mal im damaligen TRT-Gasthaus vorne am Eschenheimer Turm aufeinander geprallt sind, sich auch schon kannten, und ich hatte den Eindruck, die könnten sich auch finden. Aber nach allem, was ich weiß, Theaterschauspieler war Edel wohl nie, und das wäre schief gegangen. Worauf ich am Ende raus will, seine spezielle Physiognomie, die hatte sowas von Ferngesteuertheit. Ich hoffe, ich tue ihm und noch lebenden Angehörigen nicht weh. Es waren, als ob er ständig auch im Alltagsleben Botschaften von weiß Gott woher empfinge. So jedenfalls meine Erinnerung. Bitte korrigieren Sie mich, wenn Sie ganz andere Erinnerungen über Alfred Edel haben. Die Signale, die er empfangen hat, ich denke, das ist ein sehr schönes, ein sehr schönes Bild, das Sie dort finden. Kann mir auch vorstellen, dass es Theaterinszenierungen gegeben hat, die sich aber genau dafür eignen, die also so offen sind, so porös und löcherig sind. Also Christoph Schlingensiefs Arbeit in Berlin an der Volksbühne konnte ohne Alfred Edel eine gewisse Zeit sicherlich gar nicht auskommen. Und da könnte ich mir vorstellen, ist eine Distanz vom üblichen Theaterbetrieb erreicht worden, die eine Figur wie Edel eben ganz selbstverständlich jeden Abend völlig anders auch einzubauen in der Lage ist. Auch wenn, und gerade weil er kein Schauspieler und kein Theaterschauspieler ist. Das ist eine Vermutung von mir. Ja, das mag sein für diese späte Phase. Zumal mit Schlingensief bin ich wieder nicht kompetent. Aber es wäre vorstellbar, das wurde ja am letzten Sonntag schon angesprochen, sei es
tadelnspreisend, dass Edel auch seinen eigenen Worten nach sich keinen Text merken konnte und wollte. Ich wollte am Ende mit einer kleinen privaten Reminiszenz das noch beweisen, aber erstmal noch nicht. Am Ende der Veranstaltung habe ich mir vorgestellt. Und das erste Mal nach dem, was Kritiker schrieben, aber auch er wohl erzählte, war es in der Jean-Marie Straub oder Strop Kafka-Verfilmung. Wir sprachen schon drüber, die Klassenverhältnisse. Ein offenbar nicht mehr allzu gut in der Erinnerung situierter Film, der aber nach meiner Erinnerung Edel sehr eindrucksvoll zeigte. Hier mehr in der Version, dass das von der Regie noch unterstützte, dilettantentheatermäßige in der Rolle des Oberkellner, die er da seitenlange Monologen erfüllte, dass das nach meiner Kafka-Deutung der Sache Amerika-Roman ziemlich nahe kam. Und Edel trug das Seine dazu bei, wenn auch nicht als Karl Rossmann, sondern er war wohl Meister der Nebenrollen. Tobler ist schon fast meines Wissens eine Ausnahme. Ja, ist eine Ausnahme, wenn man die Hausschau noch dazu nimmt, vielleicht, und das Casanova-Projekt. Das würde ich doch als die drei großen Rollen zunächst mal bezeichnen. Und ich finde auch, weil ich in der Vorbereitung auf dieses Buch einige mir bis dahin unbekannte Filme gesehen habe, dass sich Alfred Edel überhaupt nicht für jeden Film eignet und auch nicht für jeden Regisseur und auch nicht für jeden Stoff. Also es gibt sowas von grottenschlechte Filme, das sind oft quasi Amateurfilme, die, ich glaube, für den Hessischen Rundfunk entstanden sind, von relativer Kürze zum Glück. Edel. Das ist nicht so spät, ah, ja. Das ist in den frühen 80ern, glaube ich. Da geht es dann um Wein, Weib und auch vielleicht Gesang, ich weiß es gar nicht mehr. Aber da steht er nun genauso hilflos, so hilflos, wie wir es hier gutieren und wie wir ihm fasziniert zuschauen, steht er wirklich hilflos und ist alleingelassen von allen. Und also auch das gehört zu dem gesamten, übrigens sehr voluminösen Werk dieses Alfred Edel, also vom Abschied von gestern bis zum Tode sind das in dem Buch, glaube ich, 3 oder 4 Seiten kleinstgedruckter Filmografie, viel, viel Fernseharbeit natürlich, die wahrscheinlich für immer verschollen sein wird und im Übrigen auch relativ viel Bühnenarbeit, auch in Berlin mit Volker Kühn hat er zusammengearbeitet, das war eher Kabarett. Davon konnte ich mir natürlich keinen Eindruck verschaffen. Er hat aber auch sowas wie, das geht dann wahrscheinlich in die Frankfurter Richtung, quasi Straßentheater gemacht. Das, was Sie vorhin wiedergegeben haben, hat ja schon diese Qualität von spontanem Theater fast für eine begrenzte Zuhörerschaft. Und würden Sie mir zustimmen, dass Frankfurt eigentlich der Ort war, an dem Edel seine eigentlichen Erfolge erst gefeiert hat? Und wenn ja, wissen Sie oder ahnen Sie, warum es in München noch nicht sein konnte? Ja, da hat nach seinen Berichten, das steht auch in unserem Text, er einer Gruppe angehört, auch am Sonntag war schon davon die Rede, die sozusagen am Sprung noch war zur Weltberühmtheit oder zumindest zur Nationalen, also angeführt von Erich Kubi. Kluge war wohl schon dabei, der damals großmächtige Schriftsteller Herhaus. Also das war, wenn man so will, eine etwas überkandidelte Bohème. Und da konnte nach allem, was ich weiß, noch nicht die Rede davon sein, dass da Vernünftiges dabei rauskommt. In Frankfurt ging es dann wohl schnell vorwärts, um das für die jungen Nachwachsenden in Kurzform nachzutragen, was wahrscheinlich auch im Buch steht, dass Edel damals schon in circa Stücker 20 Jungfilmen, außer bei Kluge und Herzog, das war eine sehr schöne Rolle in dem Herzog-Film Kaspar Hauser, etwa in Roland Klick, Supermarkt, Norbert Kügelmanns, die Sachverständigen Heimar Sanders, Gomorra, Brustelin, Singles, Berlinger, Jochen Richters Umarmungen, das glaube ich mit Sidney Rome, das hat er gern gehabt, Geisendörfer, Sternsteinhof,
Edel, ich mach das alles nur nebenbei, du zum Freundschaftspreis oder zu Stargassen, ehrgeizlos, aber eitel. Das ist korrekt, das Zitat, wovon vorgestern schon die Rede war. Man kann es auch eher unfreundlich sehen, was am Anfang aus dem Bericht von Kluge hervorging, dass Edel auf eine artistische Weise ziemlich wahllos war in der Übernahme. Er sagte es ja selber, dass er im Prinzip. Und so ähnlich äußerte sich auch uns gegenüber. Wir mahnten ihn gelegentlich schon zu ordentlichen künstlerischen Verhältnissen, aber er nahm auch uns nicht allzu ernst. Und wir mussten dann schauen, wo wir bleiben ohne Alfred Edel. Also vermutlich schon vor den 70er Jahren, ich habe hier keine Publikationsdaten hier stehen, also nicht erst mit Tobler, sondern Sie wissen es besser? 65, 68? Ja, 67 so. Abschied. Ja. So früh war der. Ja. Das war wohl sein erster großer Einsatz auf ambitionierter Ebene. Der erste Filmeinsatz überhaupt. Überhaupt. Abschied von gestern, ja. Wohl einer seiner Eindrucksvollsten auch. Ja, das würde ich schon sagen, ja. Sie wissen es noch genauer. Ich muss mir alles wieder erst erschließen. Hier stehen natürlich noch hochinteressante Geschichten über Alfred Edel als Privatperson und hier stoße ich gerade zufällig auf diesen Männerbund, hat sich das genannt, in München. Also die haben vermutlich noch nichts zu Wege gebracht, aber sich selber gefeiert. So wie am Anfang auch ein bisschen verwandt die Neue Frankfurter Schule. Wir waren auch nicht von vornherein Meister, sondern haben so Ruhm gemacht, bis sich langsam Talente nach oben geschraubt haben. Und anderes sagte nach unten. Der Männerbund, welcher für Edels elitären Eklektizismus weitgehend wegweisend wird, ebenso wie für seine phänomenologische Vielfaltsgesinnung, das sind Edel-Zitate, schon leicht nachgeahmt von mir, vorzüglich laut Edel durch seine Besetzung Kluge, Schamoni, habe ich vergessen, den wohl sehr chaotischen Herrn Nettelbeck als vielleicht den Oberchaoten dieser Truppe, Herburger, Herrhaus. Auch die Altcracks Erich Kube und Hans-Werner Richter, der war immer dabei, traten in Edels Schwabinger Kaffeehausleben ein und auf. Frauen waren nur peripher vertreten. Die wollten unsere Harmonie nicht und haben versucht, uns zu bekehren. Und Bekehrung, das nenne ich emotionale Erpressung. Dann kam wieder der typische Edelsound, der uns alle damals bezaubert hat. Also nicht nur mich, sondern ich habe es schon erwähnt, in der Beerdigungsrede drückte das Robert Garnhardt besonders schön aus. Das kann man inzwischen ist ja alles archiviert, nachlesen, auch die Garnhardtsche Beerdigungsrede, die ich dem Fernsehen und der Frankfurter Rundschau entnommen habe. Die Frankfurter Rundschau natürlich hat wieder mal Oberpfalz, Niederbayern und Oberfranken durcheinander gebracht. Das war nie Schütte Stärke zu meinem Schmerz. Das war ihm alles ziemlich gleich. Falls wir uns langsam dem Ende nähern, das tun wir aber noch nicht. Eine Frage hätte ich noch. Ja. Sie haben, das ist der Pardon-Text, nicht? Den Sie ursprünglich Pardon-Text, ja, gleich noch gebessert. Ja. Vielleicht, doch, da sind auch drei Motti, die so Edel zumindest teilweise umkreisen. Am Anfang war das Wort aus der Bibel, Name ist Schall und Rauch von unserem Goethe und er stirbt ja schon, hält aber immer noch Reden von Dostojewski. Das kann man, weiß Gott, über viele Dostojewski-Figuren sagen. Die Frage, ob Edel im Grunde, also eine Dostojewski-Figur war, die stelle ich mal in den Raum. Jetzt aber Ihre. Ich würde gern wissen, wie Sie diesen Text angegangen sind. Also Sie haben vorhin in einem Nebensatz gesagt, wir haben sehr gut recherchiert, ja, als es um die Größe von Edel ging, glaube ich, also die Körpergröße. Ist das sozusagen trotzdem nicht doch ein Text, der aus dem Inneren des Universums kommt? Also meine, der Publikationsort Pardon ist ja ein besonderer. Es ist nicht der Spiegel oder der Stern.
Aber dennoch, ich habe erst sehr spät begriffen, dass die Zitate von Edel alle sozusagen von ihm in Gesprächen gefallen sein müssen. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Und das ist aber sozusagen also Ihre Quelle ist Edel. Edel, wenn Sie es noch genauer erfahren wollen, seine Wohnung zuerst mal, die höchst eindrucksvoll war, zwischen immer so großen Bierkrügen, demonstrativ aufgestellten Regalen standen Philosophie und alle Universalwissenschaft. Noch eindrucksvoller waren aber jene Alben, die, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, vor ein paar Tagen im Casanova-Film zu sehen waren. Das waren Explosionen von edelscher, charmanter Eitelkeit. Es waren wirklich 7000 Fotos, auf denen allen ausnahmslos edel war, aber mit allen Berühmtheiten der Welt, vermutlich auch Kennedy. Ich erinnere bloß noch Romy Schneider vielleicht oder Brigitte Bardot. Also natürlich nahm er das auch von der komischen Seite, aber wenn ich es recht deute, war er auch in einem Teil seines Wesens so ganz altmodisch eitel und insofern gottlos. Aber das wollen wir sofort vergessen. Dann haben wir ihn ganz ordentlich mit Mikrofon ausgefragt und er wusste, jetzt muss er edelste Schätze liefern. Und wir wussten, er weiß das, dass er uns jetzt edelste Schätze zu liefern hat. Wir taten unser Bestes mit Herzblut, dass, wenn ich Sie richtig verstehe, der Verleger Nickel und das Forum Pardon und die damaligen durchschnittlichen Leser das vielleicht in den falschen Hals kriegten, das schließe ich nicht aus. Ja. Das lässt sich dann, und wenn es der Autor noch so vornehm macht, das lässt sich nicht steuern. Das ging ja mit meinen Romanen gelegentlich auch so, dass die Leser was ganz anderes rauslesen, als was ich hineinverlegt habe. Und Edel selber ging das auch so, aber auch unserem Text über Edel mag mancher bloß die Absicht gewittert haben, dass wir einen komischen Vogel aus der niederbayerischen Provinz vorstellen, der sich jetzt, den es nach Frankfurt verschlagen hat. Und wie mehrfach betont wurde, hauptberuflich war er lange Zeit Werbemann. Steht auch im Buch noch so. Und da hat er sich wohl, hoffentlich sage ich jetzt nichts Verkehrtes, bei einem Porträt über ihn im WDR-Fernsehen, das wir zusammen ansahen, hat er glaubwürdig versichert, dass solche Porträts, auf die er sehr stolz war, er hat auch aus den Vollidioten gelesen, diesen Passus, dass ihm das in der Agentur geschadet hat. Die haben sich weniger mit ihm geschmückt, sondern ihm diese doppelte Existenz geneidet. Dass er war damals schon auf dem Sprung, nicht gerade zur Weltberühmtheit, aber doch zu einer speziellen erlesenen Berühmtheit. So etwa habe ich es in Erinnerung. Und das hat sich wieder sehr edelartig geäußert, immer unterstellt, es stimmt. Er hat in diesem Stress, in dem er sich glaubwürdig befand, sich Haare einzeln ausgezogen. Einen anderen Stress erinnere ich, weil er es so schön formuliert hat, seine Mutter sei in Grafenau im Krankenhaus oder schon gestorben und das hätte ihn so fertig gemacht, dass er 17 Lederjacken gekauft hat, also eine Art Kompensation dieses Schmerzes. Solche Sentenzen waren aus Edels Mund öfter zu hören und wir waren gezwungen, darüber nachzudenken. Die Tätigkeit in der Werbebranche war für mich bei der Erarbeitung des Buches so eine Art blinder Fleck. Nun kann es auch in einem solchen Buch sicherlich nicht darum gehen, aber immerhin ist es interessant, aus zwei Mündern zu hören, man sei selbst der Erfinder des Werbesatzes, des Mottos, das Huhn das goldene Eier legt. Das hat sowohl Alfred Edel für sich beansprucht, es ging da glaube ich um irgendwie eine Form von Geldanlage in den 60er Jahren. 50er Brief, dann kann es nicht edel sein.
dann kann es eher nicht sein. Und dann muss es sein Mentor Horst Schlesinger, ein alter Propagandakompaniekämpfer aus dem Zweiten Weltkrieg gewesen sein. Der hat das auch in seinen Erinnerungen so geschrieben. Vielen Dank. Und trotzdem fand ich das interessant, dass er diese Phase, die ja sozusagen dann abgelöst wird von der quasi Weltberühmtheit, die Sie gerade erwähnen, dass er darüber eigentlich nicht weiter in der Öffentlichkeit berichtet hat, außer in oberflächlichen Formulierungen wie ich habe das mal gemacht. Und mein Eindruck ist, dass er es auch sehr gern abgeschlossen und hinter sich gelassen hat. Denn es gibt noch eine späte, aus den 80er Jahren, glaube ich, eine sowas wie eine Besprechung des Art Directors Club Jahrbuch 1985. Und da gelingt es ihm noch, eine Besprechung in einer Werbezeitschrift zu platzieren. Er ist, glaube ich, dazu aufgefordert worden. Und er macht in dieser Besprechung dieses Jahrbuches ziemlich deutlich, dass er das als großes Glück empfindet, diese Zeit nun endlich hinter sich zu haben und sich den eigentlichen Dingen des Lebens zu widmen. Ja, ja, so ähnlich habe ich es auch in Erinnerung. Nur musste man da wieder aufpassen, ob das dann so eins zu eins auch so gemeint war. Ich wollte, wenn wir ganz durch sind, noch eine Reminiszenz nachliefern, die mir auch erst beim Film wiedergekommen ist, die nicht mal in dem Aufsatz steht, aber die der Wahrheit dient. Wollten wir noch? Ich überlasse Ihnen das Wort und auch gerne das Schlusswort. Ja, gerne. Das demonstriert mehrererlei. Dass Edel sich ungern Texte auswendig merkte, nicht mal Vierzeiler. Das war seine Stärke nicht. Und das hat aber umgekehrt diese Geschichte wieder begründet. Und das demonstriert, dass die Frankfurter Neue Schule, das Gasthaus Mensch, Alfred Edel, Robert Garnhardt und sogar ich in vielfacher Weise wirklich verschweißelt waren. Es war an einem Abend, das dürfte schon 77 gegen Ende des Gasthauses Mensch gewesen sein, das in diesen 14 Tagen ja auch zentrales Thema ist, mehr als der Roman fast. Nein, gleich zentral. Und da war auch Edel, wenn auch nicht jeden Tag drin, aber wenn, dann leidenschaftlich und auch regieführend zum Teil. In diesem Fall aber war ich sein Opfer. Es war kurz zuvor ein genialer Vierzeiler von Gernhardt erschienen, der auch Edel gefiel, sonst keinem übermäßigen Anbeter Gernhardts. Und er konnte sich den aber nicht merken, wollte aber immens ununterbrochen irgendwelchen Geschäftsfreunden ihn vortragen und konnte dann nicht mehr, sodass er unentwegt zu mir kam. Und ich habe ihm an dem Abend ungefähr 17 Mal den Vierzeiler aufgesagt. Dann lief er wieder zum Tisch zurück und hat ihn wieder vergessen gehabt. Also ob er ein Vergessenskünstler war, das lasse ich mal offen, aber an dem Abend schon. Und der Vierzeiler war nichts anderes als eine sehr schöne im BIMS, im Pardon-Zusammenhang, weil dem Spiegel hieß dieses Forum, wo Gernhardt zur Hochform immer auflief, Wächter auch. Der Vierzeiler war eine Parodie, wenn man so will, von Udo Jürgens und lautete: Margerie ab 8, ich komm, Margerie ab 8, ich komme zu dir heute Nacht und wer sich bei dir versammelt, wird gnadenlos gerammelt. Und davon war Edel begeistert, lief wieder zum anderen Tisch, hat das wieder vergessen gehabt, ist rübergekommen und hat sich mit den Worten: Bur, kannst du mir's nochmal sagen? Und ich kann es seitdem besonders gut, weil ich Edel gehärtet wurde. Also Sie haben alle ein besseres Gedächtnis, ich wiederhole ihn aber trotzdem nochmal. Margerie hab acht, ich komme zu dir heute Nacht und wer sich bei dir versammelt, wird gnadenlos gerammelt. Also in Personalunion Udo Jürgens, Robert Gernhardt und der Zuhörer Alfred Edel. Vielen, vielen Dank, Eckhard Henscheid, Rolf Aurich, für die vielen tollen Geschichten, Erinnerungen und Facetten von
Alfred Edel. Und eine allerletzte, als kleiner Nachhausegruß und als Gruß von Alfred Edel nochmal ganz, ganz kurzen Abschiedsausschnitt aus der Hausschau. Und dann entlasse ich Sie nach Hause und wünsche einen schönen Heimweg.